Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Prag. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und heute kann ich das Video endlich mal entspannter starten als gestern. Gestern sind wir nämlich kurzfristig, haben wir beim Frühstück beschlossen, hey, wir fahren heute nach Prag und dann, ja, ging alles ganz schnell oder musste ganz schnell gehen und deswegen war das dann früh so ein bisschen unentspannt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind in Prag. Ja, heute steht an, durch die Stadt laufen, heute will ich die Kamera auf jeden Fall ein bisschen mehr mitnehmen als gestern. Und das erste, was wir heute wieder machen, ist die Bahn nehmen. Bus oder Bahn ist hier egal, weil es fährt beides im Minutentakt. Ich hatte nämlich gestern im Video gesagt, naja, dann laufen wir jetzt zur Bahn und im Endeffekt sind wir in den Bus eingestiegen. Aber hier ist egal, was man nimmt. Auf zur Bahn. Und viel Spaß bei dem Video. Gerade an dem Laden hier vorbeigekommen. Hier gibt es eine Massage und eine Pedikura. Massage und Pedikura. Hier kann man sich massazieren lassen. Wir sind jetzt an der Bahn angekommen und ich habe hier gerade dieses Tulpenfeld gefunden. Hier werde ich nochmal hingehen, um zu fotografieren, denn wir sind immer noch auf dieser App Guru Shots total aktiv. Die ist richtig cool. Und ja, wir fotografieren eigentlich total viel und es ist irgendwie für mich so ein cooles Motiv. Dieses Tulpenfeld. Mal gucken, was ich so machen kann damit. Richtig gut, ich liebe es. Cool, cool. Eine Bahnfahrt, die ist lustig, eine Bahnfahrt, die ist schön. Das sind 11 Minuten. Hühnchen, kleines Hühnchen. Komm mal her, du Chicken Wing. KFC, KFC. Die mag mich nicht. Die haut von mir ab. Das Gebäude da vorne ist auch richtig cool. Das sieht richtig gut aus. Soll ich auch gleich nochmal Fotos machen? Ja. Guck mal. Da gibt es so eine Kategorie bei der App, die heißt Doors and Windows. Nee, Walls and Windows, ne? Walls and Windows. Und umso ausgefallener die Fenster sind oder die Wände, umso besser ist es natürlich. Und das passt da richtig gut in diese Kategorie rein. Es wird immer krasser. Guckt mal da vorne das Gebäude. Und passt mal auf, wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen, da wird es noch krasser. Sowas habe ich noch nie gesehen. 1, 2, 3. Wow. Oh mein Gott, was ist das? Ist das krass. Heftig. Ziel erreicht, da ist das Palladium. Mal gucken, was hier alles so gibt. Wow, voll modern. Fressmeile. Food Court. Riesengroß das Ganze hier. Wir suchen gerade eine Toilette und wir finden die nicht. Nordsee. Jetzt sind wir schon Bus gefahren, jetzt sind wir schon Straßenbahn gefahren, jetzt fahren wir das erste Mal Metro. Cool. Hello. Nah, she's coming. I think we can get you sick.
Neuen Freund gefunden. Jetzt haut's ab. Da hinten ist noch einer. Da, guckt das Köpfchen. Den habe ich erst versucht zu fotografieren und nicht gemerkt, dass der andere ja direkt hinter mir ist. Ich glaube, wir kommen der Burg näher. Denn jetzt geht es auf jeden Fall schon mal nur noch die Treppe lang hoch. Oh je, das sind viele Stufen. Das sind echt viele Stufen. Auf geht's. Auf geht's. Meine Kamera ist halt mein ständiger Begleiter. Jo. Über den Dächern von Prag. Von da ganz unten kamen wir. Krasser Ausblick. Am Schloss angekommen. Oh verdammt, wir kommen hier gar nicht runter. Am Schloss angekommen. Oder jedenfalls denken wir, dass wir am Schloss angekommen sind, weil da sind richtig kräftig Sicherheitskontrollen. Das Wetter ist scheiße. Ernsthaft. Wir fahren doch nicht nach Prag für so ein Wetter, oder? Nee. Na gut, auf jeden Fall schauen wir mal, was wir hier drinnen beim Schloss jetzt so sehen. Hier kommt sowas wie ein Innenhof. Oh! Was ist das denn? Grundsteinmauern von einer Kirche? Grundsteinmauern von einer Kirche. Alter Falter. Heftig. So heftig. Können wir da rein? Ich glaub. Nein, wir kommen nicht mehr rein. Nur noch bis 15.40 Uhr und wir sind schon eine Stunde drüber. Och Mann, ey. Schade. Es ist total komisch. Ich habe hier gerade ein voll bedrückendes Gefühl, während ich hier neben dieser riesen Kirche stehe. Ist voll krass. Es, als wäre hier noch irgendwas, was man nicht sieht. Kathedrale, ja, okay. Es ist keine Kirche, es ist eine Kathedrale. Das ist nochmal die andere Seite. Das ist so ein riesiges Bauwerk. So schade, dass wir nicht rein können. Oh Mann, oh. Abendbrot. Wie geil sieht das bitte aus? Gut. Oh, endlich zurück im Hotel. Wir waren ja gerade noch essen. Jetzt bin ich so voll. Ich bin so satt und gleichzeitig jetzt auch so müde. Mir tun die Füße weh. Also was wir heute wieder gelaufen sind. Morgen wird es natürlich genauso schlimm. Morgen ist der Plan, in den Zoo hier zu gehen. Oh, mal gucken, inwieweit wir das machen. Oder ob wir das machen oder ob wir uns dann im Endeffekt doch noch für was anderes entscheiden. Mal schauen. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Abonnieren ist kostenlos. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Daily Vlogs mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.